Weihnachten geht so ganz langsam zu Ende und das Weihnachtsfest findet jetzt noch einen würdigen Abschluss. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco und ich begrüße euch zur 487. Gute-Nacht-Geschichte. Gerade eben habe ich ja gesagt, dass wir Weihnachten jetzt richtig toll beenden. Wisst ihr wie? Na klar, mit dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Heute gibt es die beste Folge, also die Folge, die sich die meisten Menschen angehört haben, aus dem Februar. Daria und die zwei Mäuse. Daria ist ein ganz normales Mädchen. Sie ist 6 Jahre alt und sie liebt es, die Zeit in der Natur zu verbringen. Am besten ist es natürlich im Wald. Dieser Geruch. Dieser Duft, wenn man in den Wald geht. Und diese Ruhe. Man hört keine Autos, man hört keinen Lärm. Man hört ein paar Tiere. Vielleicht ein paar Vögel. Vielleicht einen Specht klopfen. Man hört das Rauschen der Blätter. Und manchmal auch ein Knacksen der Äste. All das sind Geräusche, die kennt Daria. Und Daria mag sie, denn sie ist jeden Tag im Waldkindergarten. Dort liebt sie es, auf Bäumen rumzuklettern und mittlerweile geht auch ihre kleine Schwester, die Rosalie, auch in den Waldkindergarten. Ihre ganz kleine Schwester, Torsi, ist noch zu alt. Sie ist gerade mal ein halbes Jahr und da geht man natürlich noch nicht in den Waldkindergarten. Überhaupt mit einem halben Jahr geht sie noch gar nicht in den Kindergarten. Auch gehen kann Torsi noch gar nicht, denn dazu ist sie noch viel zu klein. Daria aber ist froh, dass sie gehen kann und laufen kann, denn ohne gehen und laufen könnte sie auch nicht auf Bäume klettern. Und auf Bäume zu klettern, das findet sie richtig schön. Heute ist Sonntag. Heute klettert sie auch auf einen Baum, auf ihren Lieblingsbaum. Und als sie oben auf dem Baum sitzt, sieht sie, dass unten etwas vor sich geht. Unten unter dem Gebüsch ist ein ganz wildes Geraschel zu hören. Aufmerksam sitzt sie auf einem Ast und sie schaut runter. Daria beobachtet die Natur. Da drüben, da rennt gerade ein kleines Eichhörnchen den Baum entlang. Aber unter ihrem Baum, da raschelt es noch weiter. Was ist denn da los? Daria entschloss sich, da einmal nachzusehen. Vielleicht ist da ein Tier, das Hilfe braucht, dachte sie sich, und sie klettert ganz langsam und vorsichtig den Baum herunter. Das Rascheln löst sich aber schnell auf, denn als sie unten angekommen war, spitzt eine kleine Maus unter den Blättern hervor. Die Maus war aber nicht alleine. Es war noch eine andere Maus dabei, eine noch viel kleinere Maus. Und auf einmal sagte die Maus: Daria, kannst du uns denn helfen? Daria zuckte zusammen. Woher weißt du denn, wie ich heiße? Fragte sie mit erstaunter Stimme. Die Maus erklärte, dass sie hier auch lebt, und zwar unter diesem Baum. Und nachdem das der Lieblingsbaum von Daria ist, hat sie schon viel von ihr gesehen und auch schon einiges von ihr gehört. Das fand Daria toll. Daria wollte alles wissen, wie die Maus heißt und wer die andere Maus ist. Und da erklärte die Maus, dass die kleine Schwester sei. Überhaupt gibt es ganz viele Mäusegeschwister, doch die großen Geschwister, die können sie gerade nicht finden. Vorhin wollten sie neuen Käse holen, da haben sich die großen Mäusegeschwister auf den Weg gemacht und die Kleinen im Nest gelassen. Und nun sorgten sich die Kleinen. Wir wollen auf unsere Geschwister warten, sagte die Maus.
Daria wollte natürlich nicht, dass sich die kleinen Mäuse Gedanken machen, und sie wusste, was zu tun ist. Wisst ihr was? Ich hol euch mal ein Stückchen Käse, dann könnt ihr ja schon was essen, und wenn eure Geschwister kommen, dann bleibt mehr für die übrig. Das war eine gute Idee. Ganz schnell ging Daria rein, holte ein bisschen Käse und sie servierte es in kleinen Stückchen, portionsgerecht den kleinen Mäusen. Dankbar aßen die Mäuse den Käse und sie waren sehr, sehr glücklich darüber, denn einen so leckeren Käse, den haben sie noch nie gegessen. Und während sie aßen, vergaßen sie auch ganz kurz den Kummer und die Sorgen, was denn nun mit ihren großen Geschwistern ist. Die Sorgen sind aber meistens gar nicht notwendig, die braucht ihr euch gar nicht machen, die kommen schon wieder, sagte Daria. Und sie sollte recht behalten, denn genau in diesem Moment, da kamen die großen Mausegeschwister wieder und sie kümmerten sich um die Kleinen. Doch als sie mitbekommen haben, dass die zwei kleinen Mäuse schon leckeren Käse bekamen, waren sie doch etwas überrascht. Aber sie freuten sich umso mehr, als die zwei kleinen Mäuse ihnen auch etwas präsentierten. Sie haben natürlich nicht alles aufgegessen, sondern für ihre großen Geschwister auch noch Käse von Daria übrig gelassen. Und so kamen alle zusammen und es wurde ein richtiges Festmahl. Die Mäuse aßen sich am Käse den Bauch voll und waren alle glücklich. Daria überlegte, wie ihr Tag weitergeht, ob sie nun wieder auf den Baum hochklettert oder ob sie zu ihren zwei kleinen Mäusen geht. Die sind natürlich keine echten Mäuse, sondern ihre Schwestern, Rosalie und Torsi. So ein bisschen vielleicht auch wie diese zwei kleinen Mäuse, denn die beiden wissen auch, sie können sich auf Daria verlassen. Und das macht alle froh. Besonders auch Mama Elke mit ihren drei kleinen Mäusen. Und alle wissen, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Und morgen die Geschichte Emma und Noah im Raum der Wünsche. Gute Nacht. Träum was Schönes.